Hallo und herzlich willkommen bei Physik mit Jan Jello. In diesem Video geht es um Mechanik, genauer um Schwingungen und noch genauer um die Schwingung einer Wassersäule im U-Rohr. Die Berechnung der Parameter einer Wasserschwingung im U-Rohr geschieht nach einem sehr einfachen Schema. Üblicherweise werden Parameter wie Länge der Säule, Gravitationskonstante, Periodendauer oder Frequenz gesucht. Um diese Parameter zu ermitteln, startet man immer mit einer Kräftebilanz. Die Kräftebilanz führt zu einer problemtypischen Schwingungsgleichung. Und die Schwingungsgleichung liefert die gesuchten Parameter. Starten wir also mit der Kräftebilanz. Hier bei unserem Wasser im U-Rohr gibt es zwei Kräfte, die für die Schwingung des Wassers verantwortlich sind. Das sind die Trägheits- und die Gewichtskraft. Sobald die linke Wassersäule höher als die rechte ist, drückt die überstehende Masse mit ihrer Gewichtskraft Fg auf die restliche Wassersäule. Fg schrumpft so, wie die überstehende Säule schrumpft. Die Positionen, in denen die Oberflächen stoppen und ihre Bewegungsrichtung ändern, nennt man Umkehrpunkte. In den oberen Umkehrpunkten ist die Gewichtskraft Fg maximal, dagegen ist Fg in der Ruhelage, wenn die Oberflächen gleich hoch sind, auf 0 Newton geschrumpft. Die Wassersäule im U-Rohr ist ein sogenannter Oszillator, also eine schwingende Masse. Sobald sie sich in der Ruhelage befindet, wirkt keine Gewichtskraft mehr. Das Wasser könnte jetzt einfach stehen bleiben. Es ist aber gerade wortwörtlich im Schwung, wird nicht abgebremst und bewegt sich deswegen weiter. Genauso hebt ein Skispringer am unteren Ende der Sprungschanze ab und fliegt weiter, auch wenn die Bahn hier keine Neigung mehr hat. In der Physik nennt man dieses Verhalten Trägheit. Beim Durchgang durch die Ruhelage sorgt die Trägheit des Oszillators Wasser also dafür, dass er sich weiter bewegt und das sogar mit maximaler Geschwindigkeit. Auf dem Weg zum Umkehrpunkt steigt die Gewichtskraft wieder an. Sie wirkt gegen die Trägheit des Wassers, bremst die Bewegung ab und kehrt sie wieder um. Wenn der Oszillator nicht Wasser, sondern zum Beispiel Quecksilber wäre, hätte er 13,5 mal mehr Masse, wäre viel träger und damit schlechter auszubremsen. Gleichzeitig wäre er aber auch viel schwerer, die Gewichtskraft Fg also ebenfalls größer und die bremst wiederum besser aus. Weil beide Kräfte, also Trägheits- und Gewichtskraft, proportional zueinander sind, bleibt die Abbremsung gleich, ja sogar die Schwingungsdauer ändert sich nicht. Fazit: Die Masse der Flüssigkeit spielt gar keine Rolle. Wasser würde genauso schnell hin und her schwingen wie Milch oder kubanischer Rum. Die Trägheit des Wassers ist aber nicht gleichzusetzen mit der Trägheitskraft. Trägheit ist die Ursache, Trägheitskraft die Wirkung. Während die Trägheit einer Masse immer gleich bleibt, wächst die Trägheitskraft von 0 beim Durchgang durch die Ruhelage zum Maximalwert bei den Umkehrpunkten. Warum? Im Umkehrpunkt geht die Geschwindigkeit v nicht nur auf 0 runter, sondern sie ändert auch noch ihre Richtung. Die Geschwindigkeit ändert sich dadurch sehr stark. Ganz anders als zum Beispiel beim Durchgang durch die Ruhelage. Die Änderung der Geschwindigkeit, Delta V, ist definitionsgemäß die Beschleunigung a. Maximale Änderung der Geschwindigkeit ist dasselbe wie maximale Beschleunigung. An den Umkehrpunkten ist a also maximal. Das gilt übrigens bei jeder mechanischen Schwingung. Die Beschleunigung ist wiederum ein Teil der Trägheitskraft Ft. Mit a max ist auch Ft in den Umkehrpunkten maximal. Fazit: Gewichtskraft und Trägheitskraft sind beide im Umkehrpunkt maximal und beide sind in der Ruhelage 0. Für unsere Kräftebilanz bedeutet das, beide Kräfte sind immer gleich groß und einander entgegengesetzt. Mathematisch formuliert man das so: Ft plus Fg gleich 0. Und genau hier möchte ich zwei Anmerkungen machen. Eine betrifft jede mechanische Schwingung, die andere speziell die Wasserschwingung. Jede mechanische Schwingung enthält die Trägheitskraft. Das ist so, weil jeder Oszillator eine Masse m hat, die mit a beschleunigt wird. Was für eine gute Nachricht für alle stressgeplagten Studenten. Denn man braucht sich nur noch den Kopf über die zweite, die rückstellende Kraft zu machen. Nur die ist nämlich je nach Schwingungsapparatur anders. Beim Federpendel ist es zum Beispiel nicht Fg, sondern F-Feder. Dazu habe ich ein Video gemacht im Kanal für technische Mechanik. Bei der Wasserschwingung gilt speziell, die Trägheitskraft bezieht sich hier auf die Trägheit der gesamten Flüssigkeitssäule.
Die rückstellende Gewichtskraft bezieht sich aber nur auf einen Teil davon, nämlich auf die jeweils überstehende Säule in einer Hälfte des Rohres. Daher muss man gleich in den Formeln zwei verschiedene Massen berücksichtigen. Bei der Trägheitskraft wird die gesamte Masse eingesetzt, in der Formel für die Gewichtskraft aber nur ein Teil davon. Das sehen wir jetzt bei der Aufstellung der Kräftebilanz. Die Kräftebilanz ist nämlich der erste Schritt auf dem Weg zu unseren Schwingungsgrößen. Sie muss aufgestellt und anschließend zu einer Schwingungsgleichung umgeformt werden. Tja, was ist denn jetzt eine Schwingungsgleichung? Eine Schwingungsgleichung ist eine Gleichung, in der die Elongation y vorkommt. Y ist die Auslenkung der Wassersäule auf der linken oder auf der rechten Seite. Beide Auslenkungen zusammen sind dann doppelt so groß wie eine. In der Schwingungsgleichung kommt die Elongation y genau zweimal vor. Einmal einfach nur als y und ein weiteres Mal als zweite zeitliche Ableitung von y. Man sagt auch y2-Punkt. Zu dieser Schwingungsgleichung gelangt man, indem man oben in die Kräftebilanz die Formeln für die beiden Kräfte einsetzt. Dabei muss für die Trägheitskraft die Gesamtmasse groß M mal Beschleunigung A eingesetzt werden und die Gewichtskraft der überstehenden Flüssigkeitssäule, die ist gleich der Teilmasse, also klein m mal g. Die Massen ersetzen wir jetzt durch Dichte mal Volumen. Die Dichte Rho der überstehenden Wassersäule ist dieselbe wie die der gesamten Wassersäule. Wir können die Gleichung also gleich durch die Dichte teilen, dann wird sie ein wenig kürzer. Das Volumen einer Säule ist gleich der runden Grundfläche A mal der Säulenlänge. Die Grundfläche A ist in beiden Fällen gleich, nur die Höhe ist mal die gesamte Länge L der Säule mal nur der jeweils überstehende Teil 2y. Übrigens, hier nimmt man bewusst 2y und nicht den Maximalwert 2h, weil diese Kräftebilanz eben immer gelten muss, auch zwischen den Umkehrpunkten. So, in dieser Gleichung können wir die Grundfläche A wieder wegkürzen. Jetzt kommt der übliche Trick mit dem A. Die Beschleunigung A schreiben wir als zweite zeitliche Ableitung der Auslenkung y. Durch diesen Trick zaubern wir uns das y mit den zwei Punkten in die Gleichung. Das ist nämlich ein Wiedererkennungsmerkmal für die Schwingungsgleichung. Das war's schon. Jetzt geht es bloß noch darum, einen Ausdruck für das Verhalten der Elongation zu finden, was aber eher ein Scheinproblem ist, denn es ist längst gelöst. Man schreibt für y2-Punkt einfach minus Omega Quadrat mal y. Das kann man machen, weil y eine periodische Funktion enthalten muss, wenn sie auch eine periodische Bewegung beschreiben soll. Y enthält also eine Sinus- oder eine Kosinusfunktion oder einen Ausdruck mit e hoch i, immer gekoppelt mit dem Produkt Omega mal t. Daraus bildet man erst die erste Ableitung, dann die zweite. Und im Vergleich mit der nullten Ableitung stellt man dann fest, die zweite Ableitung einer jeden periodischen Funktion ist immer minus Omega Quadrat mal die Funktion selbst. Setzt man also diesen Ausdruck in die Schwingungsgleichung ein, erhält man eine Gleichung mit zwei Ys. Also kürzt man das Y heraus und addiert beide Seiten mit Omega Quadrat. Dann erhält man einen Ausdruck für das Omega. Hier finden wir schon mal die beiden Parameter g, die Gravitationskonstante, und L, also die Länge der Flüssigkeitssäule. Braucht man dagegen die Periodendauer groß T, schreibt man das Omega einfach als das, was es ist, 2π durch groß T. Oder, weil groß T der Kehrwert der Frequenz f ist, 2π mal f. Alles in allem lieferte uns die Kräftebilanz mit a gleich y2-Punkt, also die Schwingungsgleichung. Die Schwingungsgleichung lieferte uns mit y2-Punkt ist gleich minus Omega Quadrat die Parameter. Jetzt endlich haben wir alle die Parameter, von denen ich am Anfang gesprochen habe. Wir finden die Säulenlänge L, Gravitationskonstante, Periodendauer und Frequenz. So also kann man die Schwingungsgrößen beim Wasser-U-Rohr-Pendel berechnen. War das Video einigermaßen verständlich? Lasst mich bitte wissen, ob es euch etwas gebracht hat oder ob noch Klärungsbedarf besteht. Ein Like, wenn es gefallen hat, wäre schön. Danke und noch viel Erfolg beim Lernen.